Ein junger Tormann, der sich jetzt zu bewähren hat, meiner Meinung nach einfach zu plötzlich ins kalte Wasser gestoßen wird. Aber wenn man ihm beim Training zuschaut, braucht man um einen Mundi wirklich keine Angst haben und in meinen Augen ein ganz toller Torhüter. Raimund, du bist ins kalte Wasser gestoßen worden oder ist für dich ein großer Traum in Erfüllung gegangen? Ich glaube, das Zweite ist eher richtig. Also ist sicher ein großer Traum in Erfüllung gegangen, weil mit dem rechnet man ja. Man ist ja deswegen Zweiter, dass man Erster werden will und man darf dann halt keine Angst haben, wenn man dann Erster wird, dass man einfach sagt, na, ja, es geht vielleicht nicht oder irgendwelche Ausreden dann erfindet. Ist man die ganze Zeit bereit, Erster zu werden, wenn man erster Tormann wird? Kommt dann nach einer Woche oder nach ein paar Tagen plötzlich das Gefühl, oha, bin ich wirklich schon so weit? Ob ich also vom Dings, vom Können her so weit bin? Na, ich glaube, vom Können, man kann immer was dazulernen. Man ist nie, eigentlich nie bereit, aber man muss immer das Beste geben und dann wird man sehen, ob das dann reicht. Aber man richtig bereit, sprich perfekt, ist man eigentlich nie. Gibt es irgendetwas, was dich während einem Match wirklich ärgern kann? Vielleicht Unterbewusstsein. Also ich habe keine Zeit, dass ich mich darüber aufrege oder darüber ärgere. Sei es jetzt Schiedsrichter, Mannschaftskollegen oder irgendwelche Aktionen. Also das kann man dann im Nachhinein, wenn man das Spiel Revue passieren lässt, dass einem das vielleicht dann wieder in den Kopf schießt, dass da, ah, da habe ich mich besonders geärgert, aber während dem Match hat man nicht solche Gedanken. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie du vorher gesagt hast, dass du sehr nervenstark bist. Also klingst du dich da während dem Match möglicherweise emotionell ein bisschen aus? Ja, man ist während dem Match, also wenn mich kurz drauf Reporter oder Kommentator fragen, und wie haben Sie die Situation gesehen? Also für mich momentan hat es die Situation gar nicht gegeben. Also ausgenommen an 11 oder so, so ganz prägnante Situationen merkt man, aber da, wo der Ball geschossen hat von rechts und so, das kurz nach dem Match, erst wenn man das wieder Revue passieren lässt, kommen die Gedanken ein wieder so und dann überlegt man sich. Aber während dem Match, man dreht wirklich ab, komplett. Wie kommst du zu deiner Nervenstärke? Tust du irgendetwas dafür? Na, also Wobei entspannst du dich? Unterbewusstsein vielleicht, also nicht gezielt, dass ich da irgendwie Yoga oder was für Dinge es da auch gibt, aber ja, ich spiele gern Pilar, ist vielleicht genau das Gegenteil vom Fußball, kein Körperkontakt und keine Zweikämpfe und nicht so ein schnelles Spiel. Also Pilar, Badminton spiele ich, aber vielleicht als Ausgleich zum Fußball, aber meine Stärke Musik hören, da kann man vielleicht auch ähnlich gut abschalten. Ja, welche Musikrichtung? Ja, vor allem Queen, U2, R.E.M. We are the Champions und so. Ja, und halt was im Radio gespielt wird, also ich möchte da nicht festlegen. Hast du ein Lebensmotto? Naja, Lebensmotto. Immer alles und immer und überall das Beste geben, alles geben und dann schauen, was rauskommt. Und wenn man immer das Beste gibt, kann einem niemand was vorwerfen und ich finde Ehrlichkeit, immer alles geben und da fährt man am besten, glaube ich. So. Das war meine erste Sendung Reden wir über Rapid. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen und jetzt kommt noch die versprochene Überraschung. Ich werde nämlich dem Raimund ein Tor machen. Das ist ein Rapidler, der schießt ins eigene Tor. Der Bürki, der hat schon in der Zeit, wie er bei Rapid gewesen ist, bewiesen, dass er vor allem, wenn er seine Schnelligkeit ausspielen kann, dass er für jeden Verein eine Verstärkung sein kann oder sein muss eigentlich fast, durch das, dass er mörderisch schnell ist. Ich glaube nur einfach, dass er in San Sebastian, wo man jetzt gekauft hat, letzten Ende oder ausgeliehen hat, zu oft auf der Bank gesessen ist und mir ist aufgefallen, dass er bei Sturm durch das, was er im linken Mittelfeld gespielt hat, dass das nicht unbedingt seine Position war, aber der Bürki ist sicher Verstärkung. Als Profifußballer auf der Zuschauertribüne zu sitzen, was ist das für ein Gefühl? Ja gut, das ist sicherlich auch ein sehr deprimiertes Gefühl. Man trainiert tagtäglich, versucht sein Bestes zu geben. Und das Problem ist halt dann, der Trainer steht auf, er sieht die besten Elfe und dann die besten 16er noch dazu. Und wir sind ja doch ein sehr großer Kader und es kann schon passieren, dass man auf der Tribüne sitzt. Oh, so emotionell habe ich es jetzt gar nicht gemeint, sondern ich habe nur gemeint, jetzt hier, jetzt gerade im Moment hier auf dieser Tribüne zu sitzen. Na gut, hier zu sitzen, ich meine, das ist die Fan-Tribüne. Ich weiß genau, was sie da spielt, ist sicherlich ganz lustig. Und das ist unser 112. Mann und das wird halt immer so weiter bleiben, hoffentlich. Fühlt man sich zu Hause? Ja, auf jeden Fall. Hast du ein Lebensmotto?
Ich versuche eigentlich alles in Ordnung zu halten, also immer am besten Wege zu sein, immer das Beste auszuholen und dabei bin ich halt sehr gut gefahren damit. Gibt es einen Spitznamen für dich? Nein, gibt keinen. Hat nie einen gegeben? Nein. In der Schule auch nicht? Nein, auch nicht. Dann werden wir uns doch einen suchen. Liebe Fans, falls euch irgendein Spitzname einfällt, dann schreibt ihn doch ganz einfach an W1. Wir werden ihn dann weitergeben. Alles Gute noch und danke fürs Interview. Naja, wir sind heute nicht hier, um selbst Fußball zu spielen, sondern wir werden Rapid beim Training beobachten. Dann werden Sie in dieser Sendung noch einige der neuen Gesichter bei Rapid zu sehen bekommen. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Überraschung für Sie. Aber das wird natürlich nicht verraten. Jetzt würde ich mal meinen, mit einem Anstoß geht die erste Sendung so richtig los. Ein junger Spieler von Admira Wacker gekommen. Schwirl nennt man sie, zumindest beim letzten Testspiel haben sie einen anderen Schwirl gerufen und hat mir recht gut gefallen. Wirkt relativ beweglich, auch relativ antrittsschnell. Also ist auch so ein Spieler, dem man, glaube ich, noch ein bisschen Zeit geben muss, aber ich glaube, an dem werden wir auch noch Freude haben. Wenn man mal da herum sitzt und das Feld von oben betrachtet? Ja, das ist eine ganz andere Perspektive, weil normalerweise solltest du das nur von unten betrachten. Ja, siehst du eigentlich nicht viele Unterschiede. Ich weiß nicht. Von oben kann man wahrscheinlich ein Fußballmatch fast genauso miterleben wie von unten? Ja, ich weiß nicht. Unten haben wir sicher andere Eindrücke. Von herum, wenn ich ein Fan wäre, ja, sicher, da spielen sicher die Emotionen eine große Rolle. Aber von unten nach unten probierst du dein Bestes zum Geben und eben, dass du alle schießt und gewinnst und dass die Fans glücklich machst damit. Gerd, was ist denn für dich etwas, was dich beim Match selbst am meisten ärgert? Also wenn ich da Beispiele geben kann, ärgert dich mehr eine Schiedsrichterfehlentscheidung, ein Fehlschuss von dir, ein verschossener Elfer von einem Kollegen oder wenn es stark regnet und furchtbar gatschig ist? Oder? Nein, ärgern. Ich meine, Fehler kann jeder machen und die mache auch ich, die macht der andere auch. Also über sowas kann man sich nicht ärgern. Ungerecht ist eigentlich nur, wenn eine Fehlentscheidung ist. Und Fehlentscheidungen, das ist auch wieder so ein Thema. Ein Schiedsrichter kann auch Fehler machen, aber wenn es eine krasse Fehlentscheidung ist, dann sowas tut mich schon sehr ärgern. Mhm. Und gatschiger Boden ist nein, nicht. Das gehört zum Beruf dazu, das können wir sich nicht aussuchen, sowas. Nein. Ja, ist klar. Wenn ich dich jetzt ein paar, sagen wir mal, privatere Dinge fragen würde, wie wenn du ein Tier wärst oder wenn du dich mit einem Tier vergleichst, ja. Du dich selbst, als welches Tier siehst du dich? Als welches Tier würde ich mir sehen? Also mir persönlich gefallen ganz gut Pferde. Das sind edle Tiere, die drücken Kraft, Schnelligkeit aus. Das wäre eigentlich, mit dem würde ich mich am meisten vergleichen. Wenn du nicht trainierst und sozusagen auch nicht privat zu Hause bist, hast du irgendwelche Hobbys? Ich gehe sehr gern fischen, das ist entspannend, das mache ich sehr gern. Ab und zu gehe ich mit meinem Freund oder mit meinem Vater Tennis spielen. Das ist auch abwechselnd, wie mir gefällt. Ansonsten mache ich eigentlich nicht viel. Ich war Tier zu Hause, ein Hund. Wenn ich eine Freizeit habe, dann gehe ich mit ihm spazieren und das ist eigentlich meins. Frage ich dich doch nach einem Motto. Hast du ein Motto für dein Leben? Motto, ja. Also ich setze mir Ziele und versuche diese Ziele zu erreichen und ich bin drauf gekommen, wenn man gewisse Ziele hat und eine bestimmte Willenskraft, dann kann man das auch schaffen. Bist du ein Mensch der, sagen wir mal, der kleinen Schritte? Also versuchst du dir immer gleich Ziele zu stecken, die du auch leicht erreichen kannst und dann das nächste? Oder setzt du dir gleich ein Ziel, für das du dann, weiß ich nicht, jahrelang brauchst, bis du es erreichst? Ja und nein. Also im Sport gibt es, also ich glaube, so große Schritte als ein Junge kann man eigentlich gar nicht machen. Für mich war es auch jetzt ein Ziel, dass ich mit so einem, sagen wir unter Anführungszeichen, besseren Verein komme, also wie bei meinem vorigen Verein. Das habe ich erreicht. Und jetzt versuche ich bei dem Verein, bei Rapid, Stammspieler zu werden.
Und für mich ist das ein kleiner Schritt und dann gehen sie immer weiter. Stammspieler, dann vielleicht Nationalteam, Ausland und so geht es. Also eher kleinere Schritte.